Von der Loire fahren wir an die Küste. Wir wollen in 5 Tagen den nordwestlichen Zipfel Frankreichs, die Bretagne, erkunden. Unmöglich, wie sich schnell herausstellen wird. Die Reise steht unter dem Motto Genussreise in die Bretagne. Dazu sind 3 sehr verschiedene Hotels mit vorzüglicher Küche gebucht. Dazwischen ist viel Raum für Entdeckungen. Wir beginnen an der Mündung der Loire und besuchen dort zunächst den Ort Le Creusic. Le Croisic liegt am äußersten Ende der Halbinsel Gironde und ist Frankreichs führender Hafen für den Fang der rosa Krabben. Hier wurde auch die Krabbenreuse erfunden. In der Altstadt findet man noch Häuser aus dem 17. Jahrhundert. Früher lebte man vom Fischfang und der Salzgewinnung. Heute ist der Tourismus ebenfalls ein wichtiges Standbein. In der Lagune zwischen Le Creusic und Gironde liegen die Salzsalinen der Bretagne. Hier wird Meersalz gewonnen. Im kleinen Museum der Kooperative der Salzbauern wird die Pflege der Salzgärten und der Prozess der Salzgewinnung anschaulich erläutert. Das Salzwasser wird zur Vorkonzentration in mehrere hintereinander geschaltete Verdunstungsteiche gepumpt. In jeder Stufe erhöht sich der Sättigungsgrad der Sohle. Bei diesem Prozess setzt sich Gips am Grunde ab. Die gesättigte Sohle wird in Kristallisierteiche gepumpt, in denen die Endeindunstung erfolgt. Das Fleur de Sel wird an heißen Tagen an der Oberfläche abgeschöpft und ist besonders rein. Das Hotel Domaine de Rochevilaine liegt auf einer Halbinsel. Es befindet sich in einem Herrenhaus aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Die Zimmer sind in verschiedenen Häusern untergebracht. Sie sind individuell eingerichtet und verfügen über einen wunderbaren Meerblick. Thank you.
Unsere heutige Etappe bringt uns zur Halbinsel Quiberon und nach Cranac. Quiberon ist besonders für seine schönen Strände bekannt. Uns interessiert aber nur die wilde Westküste, die Côte Sauvage. Hier spazieren wir in sengender Hitze etwas den Küstenweg entlang. Die Klippen sind bis zu 40 Meter hoch. In Cranac besuchen wir zunächst die Kirche St. Corneli. Sie stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist dem heiligen Cornelius geweiht. Einzigartig für die Bretagne ist der Baldachin aus Granitstein. Und nun ist es Zeit, die Hinkelsteine von Oberlix mal zu besuchen. Die 7000 Jahre alten Steinreihen von Cranac zählen zu den weltweit größten megalithischen Komplexen dieser Art. Hier stehen ca. 3000 Menhire in über 4 Kilometer langen Reihen. Während der Hauptreisezeit ist das Gebiet eingezäunt und man kann die Steine nur aus der Ferne betrachten. Deshalb entscheiden wir uns, dummerweise, für eine 40-minütige Fahrt mit einer Bimmelbahn, um alle Attraktionen zu Gesicht zu bekommen. Leider rumpelt die Bahn die Hälfte der Zeit durch den Touristenhof. Aber wozu dienten diese Steinreihen? Diese Frage ist nach wie vor ungeklärt. Man stellt unterschiedliche Vermutungen an. Es könnte sich um religiöse Denkmäler, für die Ausübung von Mond- oder Sonnenkult, um Kalender für den Ackerbau handeln. Aber wahrscheinlich sind es alles versteinerte römische Legionäre. Nun erkunden wir noch die Gegend um Camario zu Fuß. Hier führt ein Wanderweg zu den Quadrilatères de Magno, ein Viereck aus Granitblöcken von circa 1 Meter Höhe. Es soll sich um die Einfriedung eines Grabhügels handeln. Ganz in der Nähe steht auch der Riese von Magno, mit 6 Meter Höhe der größte der Menhire von Cranac. Rainbow Road,
down my head to thy second coming. My veins are all collapsed and I'm sick of running. The chemical faces are on their way, and I'm strapped down in the bagman. Heute steht ein Hotelwechsel an. Wir fahren über Pont-Avant, Concarneau, Ménez-Homme nach Port-Spodet am äußeren Ende des Finistère. Pont-Avant ist eine ca. 3000 Einwohner zählende Gemeinde am Mündungstrichter des Flusses Avon in den Atlantik. Berühmt wurde der Ort durch eine Künstlergruppe um Paul Gauguin und Émile Bernard, die hier Ende des 19. Jahrhunderts die sogenannte Schule von Pont-Avant entwickelte. I could see that we were saved. I could see that we were saved. Wir spazieren am Fluss entlang und wandern hinauf zur Kapelle Notre Dame in Trémalo. Die Kapelle stammt aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Das von Seitenschiffen gesäumte Langhaus wird von gotischen Arkaden in 6 Joche gegliedert. Balken und Sandgruben sind mit grotesken Figuren beschnitzt, die unter anderem die Todsünden darstellen. Hier finden wir auch das berühmte Holzkreuz, das Gauguin in 2 Gemälden als gelben Christus verewigte. Here to stay, and I'm strapped down in the back room. Durch den Wald der Liebe spazieren wir zurück zum Auto. When I was lying out in long grass, just watching the clouds pass under the sun. And I was dreaming of a journey down the river to an ocean. And through the breaks and the waves, I could see that we were saved. I could see that we were saved from destruction. Unsere Mittagspause verbringen wir in Concarneau. Auf einer Insel liegt die Ville Clos, die Altstadt, umgeben von dicken Festungsmauern. Uns ist dort an einem Sonntag viel zu viel Trubel und so sind wir nur zum Mittagessen in der Stadt. Am Fuße des Berges Ménez-Homme finden wir die Kapelle Sainte-Marie du Ménez-Homme. Sie gehört zu den umfriedeten Pfarrbezirken der Bretagne. Der Kalvarienberg stammt aus dem Jahre 1544. Das Innere des romanischen Gebäudes überrascht mit großen, prächtigen Barockaltären. Der Ménez-Homme ist ein erloschener Vulkan. Er ist 330 Meter hoch und man hat von hier oben eine tolle Aussicht auf die Crozon-Halbinsel und die Buchten von Brest und Douarnenez. There ain't nothing that I won't do.
Unser Hotel mit dem netten Namen Sandburg ist ein Eco-Hotel und liegt 300 Meter vom Strand von Port-Spodé entfernt. Es ist etwas spartanisch eingerichtet, auch die Küche ist nicht so toll, aber dafür ist der Strand wunderbar. What goes around comes around. There ain't nothing that I won't do but love a Mary Brown. She testified, she kissed me once or twice. But she swore that was long before she became his wife. And every time I looked at her, she avoided my eyes. Then the jury sentenced me to 25 years to life. Heute geht es entlang der Côte d'Isaber, der Küste der Fjorde. Aber im Gegensatz zu den norwegischen Fjorden, die ja durch eiszeitliche Gletscher entstandene Trogtäler sind, handelt es sich hier bei den Aber um relativ flache, ertrunkene Flusstäler, entstanden durch das Steigen der Meeresspiegel am Ende der Eiszeit. Yeah, but for the love of Mary Brown, man, I'd do it all. I know what's wrong and right. What goes around comes around. There ain't nothing that I won't do but love Mary Brown. There ain't nothing that I won't do but love Mary Brown. Im 1978 ereignete sich vor dieser Küste eine Umweltkatastrophe. Der Tanker Amoco Cadiz ging hier unter. 7000 Menschen waren in der Folge damit beschäftigt, die Strände von Öl zu befreien. Vor der Küste liegt die kleine Insel Melun. Hier ging die Königin von England, Henriette von Frankreich, am 25.07.1644 an Land. Ihr Schiff suchte in dieser Bucht Zuflucht vor starken Winden. Lanildu ist Europas bedeutendster Algenfischereihafen. Und hier stehen wir nun am Ende der Welt. Wir haben den westlichsten Punkt Frankreichs erreicht. Die Steilklippen sind bis zu 50 Meter hoch.
Der Pointe Saint-Mathieu befindet sich am südlichen Ende der Abertküste. Er besteht aus steil abfallenden Klippen. Never thought I'd live to learn to love the cold earth. Never thought I'd pray to hear those temples roar. But God, I wish the grass would turn to money. An der Spitze steht ein Semaphor oder Telegraphenturm. Der Telegraphenturm ist eine französische Erfindung, um Informationen auf optischem Wege zu übertragen. Die Kapelle Notre-Dame de Grâce stammt aus dem 14. Jahrhundert. Ebenfalls der gotische Portalvorbau. Im 6. Jahrhundert errichteten Benediktiner hier ein Kloster für die Reliquien des heiligen Matthias. Es wurde während der Französischen Revolution zerstört. Den alten Leuchtturm errichtete man 1846 aus den Steinen der Klosteranlage. Das Marinedenkmal wurde zu Ehren der im Ersten Weltkrieg gefallenen Marinesoldaten errichtet. Der Menhir von Kerlouat ist der größte Menhir Frankreichs. Dennoch tun wir uns schwer, ihn ausfindig zu machen und sind dankbar für Google Maps. Der Stein besteht aus Granit und wurde aus dem ca. 3 Kilometer entfernten Aber Idult auf diese Wiese gebracht. Er hat einen Umfang von über 6 Meter und war, bevor die Spitze abbrach, wohl über 10 Meter hoch. Einige Wissenschaftler denken, dass dieser Stein Teil eines astronomischen Systems gewesen sei. Der Ursprung wird auf die frühe Bronzezeit geschätzt. Heute verlassen wir die Côte des Abers. Auf dem Weg zum Hotel in Trébeurden an der Côte de Granit Rose besichtigen wir drei umfriedete Pfarrbezirke. Diese stellen in der sakralen Kunst Europas ein einzigartiges Phänomen dar. Alle Pfarrbezirke sind von einer Mauer umfriedet und verfügen über einen Friedhof, ein Triumphtor, einen Kalvarienberg, ein Gebeinshaus und eine Kirche mit vorgelagerter Eingangshalle. Sie entstanden im 16. und frühen 17. Jahrhundert, als in dieser sonst armen Region der Tuchhandel auch kleinen Dörfern Wohlstand bescherte. So begann ein Wettstreit zwischen den Dörfern, wer denn nun den prächtigsten Pfarrbezirk aufweisen konnte. Auch hatte die katholische Kirche, geschwächt durch die Hugenottenkriege, ein Interesse daran, sich positiv darzustellen. Das Triumphtor trennt das Diesseits vom Jenseits. Man muss über Stufen steigen, um in den Pfarrbezirk zu gelangen. So ist gewährleistet, dass die Dämonen draußen bleiben. Man betritt die Kirche durch eine Vorhalle. Bury me in the west, but I'll hear
In dieser Kirche fällt der bunte Triumphbalken auf, der das Kruzifix trägt. You may bury me in the east, bury me in the west, but I'll hear that trumpet sound. Besonders sehenswert ist auch die Grablegungsskulpturengruppe von Antoine Chavagnac. Das barocke Taufbecken Notre-Dame wurde 1650-51 geschaffen. Das eigentliche Becken ist aus Granit. Der achteckige Baldachin wird von 8 Säulen getragen. Auf der unteren Ebene des Baldachins sind die 12 Aposteln aus Holz zu sehen. Der Calvaire oder Kalvarienberg von Gimillon gilt mit seinen 200 Figuren als der zweitgrößte der Bretagne. Er entstand zwischen 1581 und 1588 und stellt die Passionsgeschichte dar. Judgment Day, I'll take wings and fly away, for to hear that trumpet sound in this morning. You may bury me in the east, bury. Die Vorhalle zur Kirche ist aus Granit errichtet. I'll hear that trumpet sound in that morning low. Die zweischiffige Kirche entstand im 16. Jahrhundert, wurde aber im 17. Jahrhundert umgestaltet. Hier beeindrucken besonders die kunstvollen Schnitzereien. Die Prozessionsfahnen aus dem 17. Jahrhundert begeistern mich. Es handelt sich dabei um Seidenstickereien mit Gold- und Silberfäden. Auch der umfriedete Pfarrbezirk von Saint-Thégonnec wurde im 16. und 17. Jahrhundert errichtet und zeugt vom damaligen Wohlstand. In that morning. In that morning. Der Kalvarienberg zählt mit seinen ca. 40 Figuren zu den kleineren in der Bretagne. Die Kirche ist dem heiligen Thégonnec geweiht. Der Legende nach beförderte er auf seinem Pferdegespann die Steine für den Kirchbau, als ihm der Teufel in Wolfsgestalt auflauerte und sein Pferd verschlang. Aber der Heilige überwand das Böse und spannte den Teufel vor den Karren. Glory, oh. Der Rosenkranzaltar ist eine Arbeit aus dem Jahre 1639. Eine Besonderheit stellt das zweistöckige Beinhaus dar. Und nun wartet das familiengeführte Hotel T. à la Neck in Trebeurden auf uns. Wir fühlen uns auf Anhieb wohl. I fix my hopes upon to have a home, glory. Oh, glory. Oh, glory. There is room enough.
paradise to have a home. This track I see, and I'll pursue to have a home. Die rosa Granitküste wollen wir zu Fuß erkunden. Sie ist wegen der bizarren Felsformationen aus rötlichem Granit ein Touristenmagnet. Unser Auto parken wir in der Nähe des Casinos von Plumanac und wandern über den Küstenpfad zum Strand von Perro Guirec. Dieser Küstenpfad, auch Zöllnerpfad genannt, wurde im 19. Jahrhundert angelegt, um Piraten und Schmugglern das Handwerk zu legen. I slept through the night, I got through to the dawn. I flipped a switch and the light went on. I got out of bed and I put some clothes on. Was a pretty good day so far. I turned the tap, there was cold, there was hot. I put on my coat to go to the shop. I stepped outside and I didn't get shot. It was a pretty good day so far. I didn't hear any sirens or explosions. No mortars coming in from those heavy guns. No UN tanks. I didn't see one. It's a pretty good day so far. No snipers in windows taking a peek. No people panicked, running scared through the streets. I didn't see any bodies without arms, legs, or feet. Pretty good day. There was plasma bandages and electricity. Food, wood, and water. And the air was smoke free. No camera crews from ITV. A strange sight to behold. Nobody was frightened, wounded, hungry or cold. And the children seemed normal. They didn't look old. Pretty good day so far. I walked through a park, you would not believe it. There